Kann ich euch mal was fragen? Nee, warte mal, ob du doch was warst. Ich hab Tempo dabei, ja. Du hast doch was? Ja, ja, sie wollte machen. Entschuldigung, meine Herren, also ihr wisst Bescheid, dass ich da angerufen habe in Oppenheim. Ja, okay. Der Herr Vollmer wird sich der Sache jetzt annehmen, aber ich will was ganz anderes von euch wissen. Ich war gestern in Waschenbach gewesen. Und zwar in Waschenbach war ich gewesen aus dem Grund, weil die haben noch eine sogenannte Ortsrufanlage. Bei uns hieß es hier Ortsfunk. Ja, gut. Wer von euch kann sich in etwa erinnern, hatte mir jeden Tag eine Durchsage oder nur an bestimmten Tagen? Ich meine auch jeden Tag. Was Besonderes war, ne, oder? Also jeden Tag. Ja. Aber Durchsagen waren, aber nicht jeden Tag. Das ist aber dann untersagt worden. Gell? Ja, ja. Die Glocken hatten wir ja gehabt. Ja, die hat immer so gekratzt. Ne? Das war überall im Ganzen. Liberal waren die. Ja. Am Löwenspeter, das alte Haus vorne, da muss es gewesen sein. Wo war das, Lubo, nochmal beim Knöbelspeter? Also ihr hattet nur einen Lautsprecher in der Langert. Also ich war jetzt an der Waag. Gut, ich war so groß. Ja, an der Waag gab es eine. Ja. Also an der Waage, gab es eine in der Rathausstraße bei der Schmitte Edith und Albert. Und also in jeder Straße war was. Ja, eben. Du musst hingehen, dass man ein bisschen bestanden hat. Ne? Ja. So war das gewesen. Ja. Ja. Also die alte Sache immer, da ist man das schon von Braunwagen gebracht und das und das. Ja, und das ist in Waschenbach nicht. In Waschenbach, die haben die reine so Orts, also was im Ort passiert halt. Die haben, immer noch doch genährt. Ja, also die hatte, ich weiß nicht, ich will es nicht verkehrt sagen, aber bis 72 hat es der Gemeindediener gemacht. Der hat das dann auch ehrenamtlich gemacht. Und wie das rum war, dann haben die tatsächlich da Kabel installiert. Die sind also 600 Einwohner in Waschenbach. Übrigens ein wunderschöner Ort. Und da haben die 30 Lautsprecher und ich habe es auch gehört, also ganz klar. Und zusätzlich kann man halt diese Nachricht auch noch im Internet, aber es ist auch was Persönliches, gell? Also, aber ihr. Gestern zum Beispiel war es da aus dem Brunnenhof gebrannt. Ja. Und da haben sie gesagt, Radio, dass die Leute die Fenster zumachen. Aber ich habe kein Radio, ich habe es also nicht gehört. Ja. Ah ja, und bei so einer Sache, da ist eine Durchsage gemacht worden, gell, und dann hat das jeder gewusst, gell. Ja, weil ich hatte mich mit dem Hevermel, unserem ersten Vorsitzenden, gesprochen, gesagt, das wäre dann aber ihr Rundfunkrecht und sowas, weil die hatte ja dann solche Schlager wie Sudetenland, Heimatland und ist ja dann verboten worden. Ja, also wurde gesagt, gell, und weil er Werbung und das hat man ja alles dann. Wo Lautsprecher waren, ich glaube, ein Dörner war da. Ja, ich hab das als kleines Kind, habe ich das immer gehört. Oder weiß ich nicht. Da hast du irgendwann mal Achtung, Durchsage. Ja. Da lese ich erstmal, da haben sie angefangen mit so komische Musik. Da ist es komisch, zum Beispiel Braunwasser und Gebhardt hat unter Angebot. Ja, also das so erzählen es die Alte. Und dann ist dann die Ortsnachricht gekommen. Oder der Grill, hat auch Werbung gemacht. Das ist nicht jeden Tag gewesen. Das weiß ich noch. Ja, ich glaube, den Rheinbabblern ist es immer noch nicht klar, dass sie als Rentner hier auf der Bank sitzen und auch in Texas gesehen werden. Aber irgendwie sind sie doch etwas stolz darauf. Das schöne Schiff, das hier talwärts fährt, ist die Moinus. Es ist 111 Meter lang, 11 Meter breit und fährt talwärts 10,8 Knoten im Durchschnitt, das sind 20,002 Kilometer in der Stunde. Also die Lehrerin in Texas hat sich gefreut, dass er zumindest zwei von euch gesehen hat, weil ich war hier zu spät gekommen, gell? Da warst nur du doch da gewesen und
Ja, gestern war der nur noch zu zweit. Ja. Und da habe ich halt erklärt, dass ich ein bisschen ungünstig von der Zeit her kam. Genau, der war 12. Ja, normal seid ihr ja auch viel mehr, heute seid ihr auch relativ klein. Ja, ah ja, die Witterung halt und so weiter. Ja. Ja gut, also ihr wisst Bescheid, Grüße aus Texas habt ihr gekriegt, gell? Ja, ja. Ja, ihr könnt ja auch mal Gruß an Texas richten. Okay, danke. Das schöne Schiff, das hier talwärts fährt, ist die Progresso. Sie fährt unter niederländischer Flagge mit durchschnittlich 11,8 Knoten. Das entspricht 21,854 Kilometer in der Stunde. Das schöne Schiff ist 85 Meter lang und 9 Meter breit. Jetzt kommt noch ein schöner großer Tanker bergwärts gefahren, der ist stolze 135 Meter lang, 13 Meter breit und fährt unter niederländischer Flagge. Unseren Bootsführer eine Frage. Ich hatte gestern, ich glaube, es war sogar ein Frachtschiff, aber ein großes, aufgenommen. Und es hat deutlich am Heck die Deutschlandfahne gehabt. Jetzt habe ich in der Boots-App nachgesehen und da war das unter holländischer Flagge gefahren. Das heißt doch, ich muss doch meine Flagge, ja, unter wem ich fahre, muss ich doch hier aktuell haben. Ja, normalerweise, wo du angemeldet bist. Das kann aber auch mal gewechselt haben vielleicht. Dass ja, gut, ist er verkauft worden oder ja, was? Ja, ja, ja. Dass er nicht gewechselt habe, dass er dabei geblieben ist. Also ich war verwundert, gell? Also normal ist so die Gastdinger und so, die sind hier vorne am Bug. Vorne am Bug, ja. Also du kann ja dann was anderes sein oder so. Ja, ja, ja. Also habe ich das richtig gesagt, nicht, dass ich durch Stuss erzähle. Ja, ja. Dankeschön. Kommt das schöne Schiff Exploitation bergwärts gefahren. Es ist ein Fracht- und Schubverband. Das stolze Schiff fährt unter niederländischer Flagge. Ist 193 Meter lang und 12 Meter breit. Bevor ich es vergesse, der Wasserpegel in Worms ist um 11 Uhr bei 245 Zentimeter mit der Tendenz fallend. Aber ja, 245 Zentimeter, das ist für die Schiffe schon ganz schön gut. Das heißt, man kann auch dem Schiff schon sehen, dass das ganz schön beladen ist. Ah ja, wenn es mal so über 2 Meter ist, dann können die ja wieder gescheit laden. Dass ich die Schifffahrt mit ihrer Fracht ja. Nee, ich sag nur, wenn nicht mehr einschränken muss. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.